Kennen Sie das? Im Advent ist man oft im Stress. Noch dieses Geschenk einkaufen, das, dies, kochen, backen und so weiter und dann immer zwangsweise fröhlich sein. Aber es gibt auch andere Gefühle. Stress, Wut, ja auch Trauer im Advent. Wie soll ich denn lachen, fragt mich als Notfallseelsorger einer, der gerade in der Trauer ist. Mir geht es überhaupt nicht gut. Ich habe da jemanden verloren und mir geht es einfach nicht gut. Ich kann nicht lachen. Ich bin wütend auf den, der dafür schuld ist, dass ich jemanden verloren habe. Und jetzt mache ich es mal kleiner. Oft, auch im Advent, sind wir wütend, möchten Menschen verurteilen. Und da ist der Predigttext heute von Paulus aus 1. Korinther 4. Verurteile niemanden, denn es kommt der Messias und darauf warten wir. Und das ist der Einzige, der Menschen beurteilen und verurteilen kann. Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst am 3. Advent. Und ich freue mich, dass wir jetzt die Hände falten dürfen und mit unserer lieben Lektorin Irene Reimann beten dürfen. Herr Jesus Christus, wir feiern deinen Advent. Du bist im Kommen. Du willst diese Welt und auch uns verändern. Wecke in uns eine Erwartung, die mit dir rechnet. Mach uns offen für deine Liebe. Mach uns würdig, dir zu begegnen. Mach uns fähig, dir zu folgen. Lass uns die Kraft deines Heiligen Geistes erfahren. Lass uns spüren, dass du jetzt ganz nah bei uns bist. Amen. Nur Christus steht ein Urteil über Paulus zu. So ist in der Basisbibel der folgende Predigttext überschrieben. Im Kern geht es darum, was das Gottesdienstthema sagen will. Advent ernst genommen. Ernst genommen heißt warten auf den wiederkommenden und einst gekommenen Messias. Warten und einstellen auf den, der auch Richter sein wird, nicht nur Heiland. Und sich frei machen von dem eigenen Urteilswillen. Kippen Sie jetzt Ihre Monitore, stehen Sie auf und hören Sie mit Frau Reimann den Predigttext. Nur Christus steht ein Urteil über Paulus zu. Dafür soll man uns halten, für Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. Aber mir ist es völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht schon jetzt. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt, und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Ein nicht so einfacher Predigttext. Die Bibeltexte sind oft nicht einfach zu verstehen. Advent ernst genommen ist auch einfach nicht nur fröhlich, ist auch etwas Ernstes und gewiss kein Geschenkebesorgungsfest. Nichts gegen Geschenke, da habe ich nichts gegen.
Aber hier im Predigtext und im Advent geht es um etwas, was unser Leben mitprägt. Wir werden nicht nur immer beliebt sein, auch in unseren Familien nicht, obwohl das Weihnachtsfest zu einem Familienfest ja oft geworden ist. Und Paulus schreibt, so las gerade Frau Reimann, urteilt nicht. Im Hintergrund steht ein Konflikt, den er mit den Korinthern hatte. Da waren andere Lehrer gekommen, die konnten besser reden, packender, ansprechender. Und die redeten nicht ständig vom Kreuz, sondern von geistigen Erweiterungen. Man nannte die Lehre Gnosis. Und mit so etwas konnte der Paulus nicht wuchern. Dieser kranke Mann, dieser Missionar, dem das Kreuz im Mittelpunkt stand. Und jetzt bittet er, urteilt bitte nicht über mich noch jemand anders. Oh, was fällt das Menschen auch heute schwer, besonders wenn der Verurteilte nicht da ist, dann weiß man doch, was der schlecht gemacht hat. Und manchmal, das erlebe ich auch in der eigenen Familie, da wird jemand lobgehudelt, macht nur Gutes. Und jetzt merken Sie schon, warum Paulus die Korinther und über die Bibel auch uns auffordert, urteilt nicht. Denn wir sind immer ein Stück auch blind. Wenn uns Hass treibt, ist der andere schlecht. Wenn uns Liebe treibt, haben wir die rosarote Brille auf. Und jetzt mal Christ sein. Niemanden verurteilen, beurteilen, nicht hochjubeln, was so oft geschieht. Der Fußballstar, der Politiker, der keinen Fehler machen darf. Nein. Und wenn dann einer mal in der Nachbarschaft die Wut kriegt, ist er natürlich ganz schlecht. Und Paulus sagt mit Christus, übt die Kunst des Kritisierens, des Positivkritisierens und des Mäßigens. Ein Leben lang. Er geht sogar noch näher ein. Er sagt, urteilt nicht, ich kann auch selber über mich selber doch gar nicht urteilen. Das ist Demut. Als ich den Text las, dachte ich, das kann ich auch nicht. Viele von Ihnen wissen, ich bin jetzt über 20 Jahre hier Pfarrer und da gibt es Leute, die mögen mich, die anderen mögen mich nicht. Ich mache Fehler, ich mache Positives und Sie urteilen Sie auch nicht. Und Gott sagt mit Paulus sogar noch weiter, das Urteil der anderen über dich hat keine Wirkung. Du lässt dich auch nicht verurteilen. Und lassen sie auch nicht zu, wenn einer nur Lobhudelei über sie redet. Es ist falsches Gerede. Da gibt es einen, nämlich und den einzigen, der uns als Menschen beurteilen, verurteilen kann. Und jetzt rede ich nicht gegen weltliche Gerichtsbarkeit. Das ist eine ganz andere Ebene. Auch auf der sind wir Zuhörer jetzt nicht. Es sei denn, Sie sind zufällig beim Gericht beschäftigt. Nein, ich rede jetzt von dem Beurteilen im Glauben. Ja, im Glauben. Wir, liebe Christinnen und Christen und Andersdenkende, wir warten auf den wiederkommenden Christus. Weihnachten feiern wir, dass der Heiland einst zur Welt kam
und hoffen wir, dass er dereinst wieder zur Welt kommen wird. Und das ist meine große Hoffnung. Und die möchte ich Ihnen ins Herz legen, dass Sie auf diesen Heiland hoffen. Und dieser Heiland ist dann auch der Richter. Er wird sagen, wenn du zu Christus gefunden hast, egal wie, egal wann, du bist im Reich Gottes. Und wunder dich nicht, da sind auch ganz andere drin, die du in deinem Leben in der Hölle gewünscht hast. Aber niemand ist da drin, der sein ganzes Leben wusste, dass Christus existiert, aber ihn offensiv immer wieder abgelehnt hat. Den wird Christus nicht ins Reich Gottes hineinzwingen. Wer ins Nichts gehen will, das wollen ja viele, die sagen ja, nach dem Tod kommt nichts. Wer ins Nichts gehen will, den lässt Christus auch dahin. Genau damit stieß der Predigttext. Er schließt nicht damit, dass Jesus jemanden verurteilt, von sich weist, gar nicht, sondern damit, dass Gott jeden Menschen lobt, jeden Menschen respektiert und seinen Weg auch gehen lässt. Und ich möchte damit auch schließen. Gucken Sie mal. Hier brennen jetzt schon 3 Kerzen. Hier müssten mittlerweile 8 Milliarden Kerzen brennen. Denn jeder Mensch auf dieser Welt, egal ob reich, ob arm, ob behindert, ob Mann oder Frau, ist Ebenbild Gottes. Jeder. Jeder also hat Respekt verdient, Wertschätzung und auch Sie. Im Auftrag Gottes möchte ich Ihnen sagen, Sie sind unendlich wertvoll. Sie sind ein Licht in dieser Welt. Und wenn Sie gerade traurig sind, wenn Sie sich gar nicht freuen können, doch auch für Sie gilt: Nach jeder Nacht kommt ein Tag. Und am Ende jedes Tunnels, da ist das Licht. Und ich glaube, Sie können das fühlen, ein Licht Gottes in dieser Welt. Das sind auch Sie. Amen. Thank you.
Herr Jesus Christus, in jedem Jahr feiern wir Advent. Wir bereiten uns auf deinen Geburtstag vor. Wir schmücken unsere Häuser, die Fenster werden dekoriert, Adventskränze und Weihnachtsgestecke werden aufgestellt. Wir zünden Kerzen an und kaufen Geschenke für die Familienfeier am Heiligen Abend. Aber bei all der Geschäftigkeit stehen wir in Gefahr, die innere Vorbereitung zu vergessen. Die Nebensächlichkeiten werden schnell zur Hauptsache. Herr, vergib uns unsere Oberflächlichkeit. Richte unseren Sinn auf dich aus. Du bist doch der Mittelpunkt der Adventszeit und des Weihnachtsfestes. Lass uns das nicht vergessen. Erleuchte uns mit deinem Licht, damit die Weihnachtsfreude sich in unserem Leben ausbreitet. Lass uns als Christen Botschafter deiner Liebe in dieser Welt sein. Lass uns in deinem Namen andere trösten, andere aufrichten, anderen Mut zusprechen. Herr, lass die Adventszeit für einen jeden von uns zu einer gefüllten und gesegneten Zeit werden. Lass uns dir näher kommen. Wir stehen auf zum Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie morgen den dritten Advent haben, da habe ich eine Idee. Gehen Sie vielleicht morgen nicht in Ihre Kirche, sondern bringen Sie doch mal ein Weihnachtsgesteck, ein Blümchen, vielleicht zu denen, die am Weihnachten werden arbeiten müssen. Zur Polizei, zur Feuerwehr, vielleicht auch zu Notfallseelsorgern, in die Krankenhäuser und, und. Deswegen eine kleine Bitte, machen Sie morgen einen alternativen Gottesdienst. Tun Sie den Menschen etwas Gutes, die an Weihnachten nicht feiern können, weil sie für uns da sind. Und jetzt bitte erheben Sie sich zum Gebet des Segens, zur Segensbitte. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auf Wiederschauen. Stop.